da bin ich wieder und ich habe hier die Aprilbox, die Lutsches Monatsabo mit diesem Plus-Item. Und ja, diese Box gefällt mir besonders gut, weil die ist wieder schön groß, also ein bisschen größer als die letzten. Und sie ist schwer. Es bewegt sich auch ein bisschen was hin und her. Also ich habe so, schwer einzuschätzen, ich habe so das Gefühl, da ist ja was Schweres so irgendwie. Aber vielleicht irre ich mich auch. Jetzt wollen wir erstmal öffnen und gleich reinschauen. Was ist da? Was uns diesen Monat erwartet? Wir haben, es geht ja auf Ostern zu, wir haben Ostern. Und vielleicht haben wir so den einen oder anderen Osterartikel. Bin ich echt mal gespannt. Oh, Moment. Aber ich bin echt gespannt, was da wieder so schwer ist. Ich hoffe nicht, dass es wieder ein Buch ist. Ich habe nichts gegen Bücher, aber dann lieber was anderes mal. Mal was anderes, mal was Neues, mal was überraschen lassen, was man nicht so oft sieht. So. Irgendwie denke ich gerade, irgendwas ist verkehrt. Ich greife sonst immer rechts rein, aber egal. Heute machen wir es links. Ich taste mal durch. Ja. Oh, es ist doch ein Buch. Ich fühle es schon unten, ganz unten. Aber vielleicht ist es sowas Cooles, ein cooles Thema. Oh, wie cool! Was ist das überhaupt? Aber es sieht aus wie mein letztes Mario. Ach, das ist sogar, das ist was Manga-mäßiges. Was ist denn das? Was ist das? Zuerst habe ich gedacht Mario. Aber dann habe ich die Katze gesehen. Und dieses Gesicht. Und dachte mir nur, na, das sieht doch ein bisschen Manga-mäßig aus. Oh, es fühlt sich auch sehr schön an. Es fühlt sich sehr schön an. Und was haben wir hier? Naruto? Nein. Was haben wir denn hier? Also diese Katze kommt mir schon bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber ja, cooles Shirt, muss ich sagen. Schade, dass es wieder schwarz ist. So im Sommer hin finde ich schwarz ein bisschen unpassend, muss ich gestehen. Schwarz ist dann nicht ganz so passend, weil es die Sonne so anlockt. Aber es ist ein cooles Motiv irgendwie. Die Farben und so gefällt mir sehr gut. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Katze heißt. Egal, das T-Shirt ist richtig cool. Aber nicht für mich. Ich teile mir ja die Box. Aber vielleicht in ein paar Monaten. Mal schauen. So, ganz schön wenig drin. Also so viel ist es gar nicht. Ich fühle so, was soll ich jetzt nehmen? Es ist gar nicht so viel drin. Ich habe hier was. Oh, ich habe hier was Kleines, Flaches. Was haben wir hier? Von Netflix, The Witcher, Tassenuntersetzer, Glasuntersetzer. Wir haben hier ein Set von Untersetzer. Extra Netflix dabei. Glasuntersetzer. Tassenuntersetzer. Naja, wie auch immer, wie man es auch nimmt. Ich habe mir den jetzt vor ein paar Tagen, Wochen, habe ich mir zu The Witcher eine Actionfigur von McFarlane gegönnt. Ja, das habe ich gemacht. Die Serie habe ich, ist auch immer noch nicht ganz zu Ende. Aber es kommt auch immer so viel dazwischen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die mal auf. Ich habe halt noch Untersetzer von Resident Evil aus der Box, aus der größeren Box halt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt die hier benutzen werde. Und ich weiß nicht, wie ich die gerade hier öffnen soll. Weil die irgendwie hier verschlossen ist mit der Folie. Hä, wo geht denn das auf? Gibt's ja wohl nicht. Jetzt aber. So, wir gucken uns trotzdem mal an, wie die sind. Sind sie aus Glas? Sind sie aus Acryl? Sind sie aus Pappe? Pappe wäre schlecht. Also ich muss sagen, Pappe so bei Gläsern, wo auch nass werden kann und so, ist schlecht. Aber wir gucken mal, was uns da... Ah ja, die sind hier vorne Plastik. Ja? Ja, wie vorne abgebildet. Vorne Plastik und hinten dieser Kork. Damit die halt nicht rutschen, nehme ich mal an. Aber das haben meine Resident Evil auch. Meine wunderschönen Resident Evil Untersetzer. Kann man halt nicht bei jedem Gast nutzen. Schon gar keine, die Horror nicht mögen, aber vom Symbol und so schön Silber. Naja. Ja. Ja, was soll ich sagen? Der ein oder andere Untersetzer sieht ganz cool aus. Aber dadurch, dass ich jetzt schon so viele Untersetzer habe, ist das jetzt nicht so cool. Dann lieber das T-Shirt. So,
Die vier waren drinnen, die lassen wir jetzt hier und jetzt geht's auch weiter, denn wir haben hier was Großes und ich weiß, was jetzt hier so schwer war, denn ich habe es jetzt schon in der Hand. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, es ist eine Tasse. Es ist echt, es ist sogar vielleicht ein bisschen zu schwer für eine Tasse. Aber was soll es sonst sein? Was ist denn immer so schwer? Was ist es? Oh ja, cool! Ja, es ist eine Tasse und zwar von Yoshi, Super Mario in 3D. Mega cool, mal was richtig Cooles dabei. Finde ich super. Ein Yoshi-Ei. Cool, oder? Ein Mario-Artikel. Weg mit den Untersetzern. Das ist ja mal was Cooles. Na, endlich. Mal was so richtig Cooles. Es ist... Ich habe schon lange kein Mario mehr gespielt. Jetzt habe ich wieder Lust auf Mario. Eine ordentliche Tasse. Da passt einiges an... Ja, kann man lange draus trinken. Also... Ich muss sagen, es gibt viele 3D-Tassen, die noch über die Winkel gehen und was weiß ich. Die benutze ich gar nicht zum Trinken, weil die irgendwie doch unpraktisch sind, weil sie halt irgendwie viereckig, kantig oder sonstiges sind und viele Lücken haben, wo man nicht so gut sauber machen kann. Aber das hier, das ist eine ordentliche Tasse, da kann man echt was draus trinken. Richtig putzig und cool und ich hoffe, dass die spülmaschinensicher ist, weil sonst werde ich sie als Stiftebecher oder Pinselbecher benutzen müssen. Wo steht's, Spülmaschine? Bitte sei spülmaschinensicher. Oh, richtig cool. Mir gefällt die Form, mir gefällt die Farbe und ich finde es cool, das ist Yoshi. Wo steht jetzt, wo ist dieses Spülmaschinen-Symbol? Ich habe Angst, dass es nicht für die Spülmaschine geeignet ist. Wo ist das? Ich weiß es nicht, das steht nicht dabei. Aber ich hoffe, dass es spülmaschinensicher ist. Richtig cool. So. Also mein... Lieblingsitem jetzt aus dieser Aprilbox. Ah, eiförmig wegen Ostern. Hm? Wahrscheinlich. Ach so, und dann die Untersetzer. Ah, dann lieber von Mario Untersetzer. Doch, also dann von Mario oder so. Das wäre cool. Aber klar, nicht jeder mag Mario. Und dann sind da zwei Artikel von Mario. Und dann ist der Tag schon gelaufen. Aber richtig cool, die Tasse. So, das war's auch schon. Das war's. 1, 2, 3, 4. Was ist denn das Plus-Item? Ich glaube, dieses Buch, ja. Es ist auf jeden Fall ein Buch. Die Frage ist nur, was? Ich hoffe nicht wieder zu The Witcher. Da haben wir nämlich, glaube ich, schon eins. Aber was dann? Oh, stellt euch vor, zum neuen Batman-Film. Nein. Ist es nicht. Es ist Hollywood. Hollywood. Ach, Hollywood. Ah, Essen. Oh mein Gott, es ist ernsthaft ein Kochbuch. Ich und Kochen. Oh mein Gott, es ist ein Kochbuch. Sag mal, wo sind denn die Stickers? Ah, da ist noch was drinnen. Cool. Das habe ich schon reingeguckt. Also, nein, wirklich nicht. Kochbuch. Vielleicht ist es ja witzig, vielleicht finde ich ja doch was, was ich mal nachbacke. Aber es ist sogar von Panini Books, Lutsches. Ja, witzig gemacht, aber... ich bin da sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich bin da sehr skeptisch. Ja, es ist auch schön gemacht. Gar keine Frage. Ping Pong und so. Ach Gott. Fehlt nur noch, dass hier eine Schürze drin wäre. Was haben wir denn alles? Hier, Regie. Hähnchen, Pommes und Ketchup. Hm. Kuchen. Hm. Hm. Nee, Monstersuppe. Oh, das ist cool. Das ist cool. Hier, Muffins als Pilz. Das ist, ja, das ist, was ich mir vorstellen kann. Ah, von The Walking Dead. Rick's Gurkensalat. Nee, wirklich nicht. Also das kommt irgendwie nicht so an mich. Es ist lustig gemacht, auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich lustig gemacht. Oh, die sehen lecker aus. Die sehen lecker aus. Wenn die mir jemand macht, okay. Aber ich selber... Oh, ein Burger ist richtig cool. Krabbenburger. Ah, der Krabbenburger. Pokémon. Nein. Ja, schönes Item, aber nicht für mich. Wirklich nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Aber vielleicht freut sich ja wirklich jemand über ein Kochbuch da draußen. Soll es alles geben. So, wir sind nur Gott sei Dank noch nicht fertig. School Label. Ja, für die Bücher. Paar Jahre zu spät, würde ich sagen. Sind Grogu ist von The Mandalorian. Auf jeden Fall mega cool, dass es zum aktuellen Film ist. Finde ich richtig cool. Aber wir haben letztens schon was an Schreibwaren von Star Wars gehabt und jetzt die Stickers. Ich weiß nicht, was ich beschriften soll. Vielleicht so Kisten? Das könnte ich mir vorstellen. Sammelkisten, die man beschriftet, aber Bücher beschrifte ich jetzt nicht mehr. Also, die Zeit ist rum. Cool. Cool. Da haben wir wieder was von Star Wars. Das darf ja nicht fehlen. Jeder Box, glaube ich, ist was von Star Wars. Wir haben was zum Film. Die Tasse ist der Highlight. Und wir haben To believe I want. Das heißt eigentlich I want to believe. Ah, okay. Cool. Zu Akte X und Grogu finde ich lustig, finde ich cool. Aber Stickers sind mir lieber, denn mit Karten kann ich nicht viel anfangen. Wobei es gibt immer und überall immer noch Karten. Wer benutzt die denn? Also ich nicht, aber ich würde sie gerne benutzen, aber ich mache es nicht. Ich weiß es. Ich habe es mir schon jahrelang vorgenommen. Aber die ist cool. Kann ich mir als Poster sowas auch vorstellen, finde ich richtig lustig. Akte X und so. Und Grogu geht immer. Ich will die schöne Tasse nicht verdecken. Wo können wir das denn hin? So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Da war noch was. Wo ist mein Sticker? Wir haben keinen Sticker. Echt? Zum T-Shirt gibt es diesmal keinen Sticker? Nee. Es gibt wirklich keinen Sticker. Es gibt keinen Sticker. Es gibt echt keinen Sticker. Es gibt doch immer einen Sticker. Naja. Das ist das neue Loot, habe ich schon gesagt, wegen dem Ei. Richtig cool. Zu Ostern. Und da haben wir, und da geht es auch los, zu The Witcher. Das war vom letzten T-Shirt. Haben wir hier dieses kleine Mini-Posterchen. Dann gibt es diese Ultimate Boxen zu Pokémon, Retro, Super Mario und Star Wars. So. Das sind diese Ultimate Boxen. Da wollte ich mir eventuell eine holen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Warum auch immer. Ich habe es noch nicht gemacht. So, jetzt geht's aber los. Wir haben das T-Shirt mit 20 Euro. Die waren doch sonst immer 15 Euro. Da bilde ich mir das ein. Auf jeden Fall T-Shirt 20 Euro. Dann die Tasse 17 Euro. Stolzer Preis hier. Dann haben wir 10 Euro die Untersetzer. Okay. Untersetzer. 10 Euro. Naja, die kosten auch. So, dann haben wir. Die Karte ist gratis. Wir haben nichts Süßes dabei. Wir haben keinen Sticker und wir haben nichts Süßes dabei. Wo ist meine Süßigkeit? Wo ist das? Wir haben doch immer was Süßes dabei. Oder ist es. Ich hoffe nicht, dass es in meiner Box nur vergessen wurde, aber es ist auch hier nicht mit drauf. Keine Ahnung. So, dann haben wir Karte ist gratis. Das kostet 3 Euro. Oha. Das Kochbuch ist mein Item Plus, für das ich 5 Euro ausgegeben habe, aber es hat einen Wert von 15 Euro. Also an sich würde ich das Kochen lieben oder das Backen kochen. Hätte ich hier voll das Schnäppchen gemacht, aber ich kann mit dem Kochbuch echt nichts anfangen. Das wird gleich weiter verschenkt. Weiter als Ostergeschenke weitergeschickt. Auf jeden Fall. Das bleibt mir nicht im Haus. Es ist eine coole Idee, aber ich weiß, ich werde es sowieso nicht benutzen. Ja, da haben wir alles durch. Genau. Das Item für 5 Euro ist hier das Kochbuch. Dann haben wir die Karte umsonst. 17 Euro das hier. 3 Euro die Stickerchen. T-Shirt 20 und die hier 10. Genau, dann haben wir alles durch. Das ist die Aprilbox und also mit dem Kochbuch kann ich echt nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch erwähnen soll. An sich finde ich die Artikel richtig cool. Also die Tasse finde ich mega cool. Und die Untersetzer, klar, die kann man benutzen. Es ist von The Witcher, hätte schon mich schlechter treffen können. Aber dadurch, dass ich schon wirklich gesättigt bin mit Untersetzern, wobei mit Tassen bin ich auch gesättigt, aber diese Tasse ist einfach mega putzig. T-Shirt ist mega cool. Untersetzer sind gut. Und Tasse ist mega cool. Buch ist jetzt für mich nicht, aber ich weiß, da draußen gibt es viele, die jetzt das Buch richtig feiern und jubeln. Für mich ist es halt nichts. Und Stickerchen, ja.
ist halt, wie es draufsteht, für die Schule eher. Das ist, glaube ich, hier für uns Erwachsene fehl am Platz. Da ist mir lieber ein Kugelschreiber. Dann kann ich lieber mit einem Kugelschreiber mehr anfangen als mit diesen Aufpapa. Ihr kennt das ja, das klebt man auf ein Buch oder auf ein Stellhefter oder so drauf mit dem Namen, dass das Kind in der Schule auch weiß, wo sein Heft ist und dass es sein Heft ist. Also es ist, kann man vielleicht bestimmt witzig irgendwie verwenden. Bestimmt. Aber im Moment weiß ich nicht, wie ich es benutzen soll, muss ich ehrlich gestehen. Ich werde jetzt erstmal diese schöne Tasse hier benutzen. Die ist mega cool. Also richtig cool. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob es das Ei auch in mehreren Farben gibt vielleicht. Und so ein Yoshi drin. Oh, das wäre doch cool. So ein kleines Yoshi-Plüschtier drinnen. Und mega süß. Mega süß. Ja, das war's. Das war jetzt die April-Lutsches-Box und ich bin gespannt schon jetzt schon auf die Mai-Box, was da drin sein wird. Ja, ich bin immer gespannt auf euer Feedback. Was haltet ihr von dieser Box? Was ist euer Item, wo ihr sagt ja? Und vor allem, seid ihr der Meinung, jetzt unabhängig von dem Kochbuch diesmal, ob sich das Item lohnt? Also ich habe da schon immer wieder mal auch coole Sachen gehabt für 5 Euro, wo ich mir dachte, cool, das hättest du nie im Leben für 5 Euro sonst bekommen. Ja, und die Karten, klar, es gibt, ja, was soll ich sagen? Ich gehe mir jetzt erstmal einen Kaffee machen in meiner wunderschönen Tasse, aber ich muss erstmal herausfinden, ob die Spülmaschine fest ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass die nicht Spülmaschine fest ist. Wo ist denn dieses Logo überhaupt? Und warum ist nichts Süßes dabei? Wo ist mein Osterhase? Okay, ich würde sagen, das war's jetzt. Bis zur nächsten Box, bis dahin. Bye, bye.